Wie auf die täglich neue Corona-Lage schnell reagieren? Nach branchenweit tausenden gestrichenen Flügen versucht es die australische Airline Qantas mit dem System Wundertüte. Bei den Mystery Flights buchen Passagiere Tagestrips innerhalb Australiens, ohne zu wissen, ob sie am Strand oder auf einem Weinberg landen. Ab Sydney, Brisbane und Melbourne bringen die Mystery-Flüge die Passagiere in rund 2 Stunden zu den Zielen, macht 476 Euro für Economy und 1000 Euro für Business. Nach Medienberichten sind in den Tagespaketen auch Aktivitäten versteckt, vom Winzerbesuch über ein Gourmetessen bis hin zum Schnorcheln in tropischen Gewässern. Zuvor hatte Qantas schon versucht, mit Flügen nach nirgendwo die Kundschaft bei Laune zu halten und die Flieger wenigstens etwas zu füllen, Sightseeing-Flügen in geringer Höhe über Australiens Wahrzeichen und Flügen nach irgendwo, da dürften Passagiere das Flugzeug verlassen und Sehenswürdigkeiten besuchen. Nach kräftigen Verlusten 2020, der Verband IATA meldete im Januar fast 3/4 weniger Passagierverkehr als vor 2 Jahren und angekündigtem Arbeitsplatzabbau, rechnet Qantas nach Angaben ihres Chefs mit der weitgehenden Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs aus Australien Ende Oktober.